Okay. Hast du gesehen? Bleib hinter mir. Wenn ich renne, rennst du. Ja. Wenn es nur alles Klicker werden, wäre das so schön. Ist leider auch nur Wanna. Kein Damage mehr. Ach, ich bin schnell genug. Doch. Nein. Ah. Hätten wir überlebt. Ah. Mag man noch nicht. Und du. Nein. Scheiße. Hä? Die sind blind. Ich will nicht, das ist einfach nur so ein Todesnest. Schon mal drei.
Die haben Hunger. Mit 4. Oder? Wir haben 2 Klicke erledigt. Es war keiner vorhin nochmal da. Das ist wie ein Hui! Wie kommt's? Oh nein, ich bin so dumm. Ach komm, lass rennen. Ey, beweg deinen Arsch. Lass die Leiter runter, ich kring dich um, wenn du es nicht machst. Ist das Ellie? Ja. Auf die Zirkels verpasst. Joe, da sitzt sie. Sam! Gott sei Dank! Wir müssen schnell weiter! Durchgang, da drüben! Sam! Schnell! Es sind viel zu viele! Planke! Ellie, geh weg von der Tür! Wollen wir zusammen versuchen? Sam! Er ist durchgekrochen! Es weiß! Was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus. Na dann beeil dich. Das imitiert ja schon Ellie. Alle nach oben. Na los. Jetzt habe ich das Rohr nicht mitgenommen. Nein, Munition. Das Ding klemmt! Hilf mir hoch! Ich kann durch das Fenster! Mach von der anderen Seite auf! Mach schnell! Hopp, 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 hopp. Hey, na los! Du bleibst nicht hier drin! Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon, los! Achtung! Mist. Dann mal los. Sind aber noch 2 Klicker hinter uns. Ja, würde ich gern, hab gerade selber Probleme. Oh Gott, ist der dumm. Das war nicht mal ein Klicker, das war einfach nur ein fucking Runner. Gott im Himmel, bist du bescheuert. Ha 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 ha.
Die Tür ist offen! Los! Tschüss! Mach los! 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 Das war meine komplette Schrotflinten-Muni. Alles. Frische Luft. Ja, die bräuchte ich jetzt auch. Sind wir da? Oh, wollt ihr mich verarschen? Danke für die Warnung auf der anderen Seite. Wo ist der Turm? Wir sind nah. Kommt, na los. Oh. Hey, wie geht's dir, Kleiner? Das war echt knapp, hä? Ja, nicht gerade das schönste Erlebnis, aber wir haben es geschafft. Ja. Kurz chillen. Eieiei. Hey, seht mal da. Tja, was schön und Katzensprung. Mal sehen, wie wir hinkommen. Gar nicht. Und du, wie kommst du zurecht? Alles wie immer, oder? Als ich bei Henry war, habe ich selbst ein paar Infizierte erledigt. Wer ist stolz? Ja. Muss ich mir meinen ganzen Vorrat wieder auffrischen, so jetzt? Das war eben ziemlich heftig, ha? Oh ja, absolut. Wie habt ihr zwei euch getroffen? Oh, ich... Meine Freundin, Marie, wollte, dass er mich zu den Feierfleisch bringt. Scheint gut zu verstehen. Ja, und jetzt kommandiere ich ihn. Nicht wahr, John? Eine weitere Nacht und weitere Schießereien. Ich kenne das Gekämpfe... Auf was kann das gedämpfte Aufleuchten aus den Fenstern der Carsons erkennen? Ich habe die ganze Nacht wach mit der ganzen Familie in einem Raum verbracht. Ich denke, dass niemand schlafen konnte. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Plünderer in unser Haus einbrechen. Wir müssen von hier weg. Dieser dünne Mann hat uns wieder besucht. Hat uns weitere Kugeln gegen Essen verkauft. Er hat uns angeboten, zu ihm in sein Versteck zu ziehen. Er sagt, es sei sicher und noch wichtiger, versteckt. Recht zu verteidigen, das hat er gesagt. Er sagt, er vertraut mir, nur weil ich ein Kind bin. Ach so. Nur ich Kinder habe. Ja. Glaube nicht, dass wir noch hier bleiben können. Wir können ihm wohl trauen. Ich werde morgen allen vorschlagen, sein Angebot anzunehmen. Kyle, ach, sie sind bis hierher gekommen. Na, das war keine gute Idee, oder? Nee, sich in der Kanalisation zu verstecken nicht. Vielleicht so als erster Gedanke. Wie war es hier ohne Infizierte? Das Theme ist wieder da. Und? Netter Hund. Ich bin jetzt hochgelaufen. Ah, Genius. Es wäre so schön, wenn es einfach Spaziergang wäre. Bin bewaffnet. Auch. Schieße sofort. Hier wohnten wohl nette Leute. Die erste Zeit nach dem Ausbruch wurde viel geplündert. Alle wurden paranoid. Erinnerst du dich daran, Joel? Ich war erst 5, als der Cordyceps kam. Ich weiß aus der Zeit nicht mehr viel. Aber ich weiß noch, dass wir in so einem Viertel wohnten. Was weißt du noch? Oh. Barbecue. Meine Eltern gaben gern große Grillparty. Da war mächtig was los. Ich erinnere mich noch gut an den Geruch. Bin hier so gekommen? Komisch.
mich lieber von ihnen fern. Wir sind hier nicht in der Zone. Wir sind wild. Okay, was haben wir denn? Ordentlich gesammelt. Erich. So. Ja, das ist gut. Wenn du meinst. Wenn du zu schwibbert ist. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis gekauft. Niemals. Ja, zu guten Zeiten. Jetzt hab ich Bock auf Eis mit Waffel. Schöne frische Waffel mit Eis. Danke, Spiel. Ich komme immer wieder aufs Thema Essen. Hey. Kara, du bist der Mann? Was? Okay. Du bist der Mann im Haus, solange ich nicht da bin. Pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffne niemanden außer mir die Tür. Spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setze deine Größe zu deinem Vorteil ein. Bis bald, Dad. Kam wahrscheinlich nie wieder zurück. Schönes Zimmer. Mit Balkon. Das ist schon fast neidisch. Machen. Hier ist nichts. Irgendwie deprimiert hier durchzugehen. Und das Thema Barbecue. Aber irgendwie müssen sie es ja wieder zurückgeben, die ganzen Ressourcen. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zuzuschließen und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich ihr sagen soll. Ah. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, dieser Welt zu ergeben, aber ich kann das nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu gutem fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Noch eine aus der Kanalisation. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics. Oh, ein Tresor. Kombination erforderlich. Mehr die Kombination. Hätte ich bestimmt übersehen, die lag bestimmt. 8, 21, 36. Okay.
23. Scheiße. Wieso merke ich mir das überhaupt noch? Ach, laden, nee. Oder warte, eine kann ich. Hey Sam! Vorsichtig. Ja, okay. Okay, ich zuerst. Ja, wenn wir für sowas noch Zeit haben, ne? Oh. Verdammt! Du bist dran. Okay. Nur werfen? Ja. Wusch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Oh Mann, was Kinder. Keine Ahnung, ob ich alles hab. Stimmt nicht. Fireflies waren hier. Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Meinen Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ja? Klingt nach einem guten Plan. Okay. Euer Ding für Gerede machen fertig. Bitte die Zeit. Was? Habt nur Geduld. Willst du einen Weg über einen Scheinwerfer? Schon gut, ist hier verdaut. Steh ich nicht. Ja, ich auch nicht. Scheiße. Deckung! Scheiß Scharfschütze. Wo ist das hin? Irgendwo da hinten. Also gut. Willst du einen Witz über ein Schwein hören? Nein! Bevor es losgeht, so pass auf. Für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig.